Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Wer bin ich? Ja, ich bin Clara Braun. Nee. Oder was meinst du? Wer ich bin? Oh Gott, ich weiß nicht, wer ich bin. Ich bin ein Mensch, so wie alle Menschen da draußen, mit der Hoffnung, dass dieses Leben eine Aufgabe für mich hat. Also eine Aufgabe, ich würde gerne, wenn ich mal alt bin und dann sterbe, sagen, boah, ich habe alles gegeben oder so für ein gutes Leben. Irgendwie muss es für mich sinnvoll sein. Also ich bin Clara Braun und ich bin Schauspielerin, aber ich bin auch alles andere. Also ich mag das nicht so, mich in eine Kategorie zu packen. Also ich kann eigentlich alles sein. Ich bin Clara Braun und ich bin alles. Ich glaube, wenn ich in meinem künstlerischen Ausdruck richtig bin und jeden Tag auch probe und meine Projekte habe und wirklich inspiriert bin von den Sachen, die ich mache, dann kann sich alles darum drehen und dann ist eigentlich alles andere egal. Also da habe ich auch schon oft erlebt, dass wie groß die Rolle Schauspielerei sein kann. Also sie kann wahnsinnig groß sein, dass ich alles vergesse. Das ist dann aber auch manchmal ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen gefährlich, aber das geht dann auch in so eine Ekstase, dass mir alles andere total egal ist, wenn ich richtig mit einer Sache verschmolzen bin. Aber das passiert leider nicht so oft. Also das muss dann auch erstmal eine richtig gute Rolle sein. Oder ich hatte das bei ein paar Projekten und da habe ich gemerkt, dass ich das dann auch wirklich in den Schlaf, in meinen Alltag, in meinem Leben so mitnehme, dass ich da selbst im Café oder so dann immer noch im Spiel drin bin. Also wo ich dann manchmal auch merke, oh Gott, okay, jetzt musst du das vielleicht mal abschütteln. Ich würde mir das wünschen, dass es wieder kommt, aber das war jetzt erstmal lange nicht so. Ja, gerade spielt es keine große Rolle, aber das ist egal. Das ist jetzt ein anderes Thema. Das kannst du alles wegschneiden. Das Thema, ja. Ja, die Frage ist beendet. Also ich glaube, nein, ich bin mir sicher, das war Blanche. Die heißt Blanche Dubois und die ist aus dem Stück Endstation Sehnsucht von Tennessee Williams. Das passiert oft, aber gerade zu der Zeit war gerade diese Rolle wieder so, so gut für mich, wie so ein Spiegel zu meinem Privatleben. Also das ist irgendwie verrückt manchmal, aber die Rolle war einfach so zwiegespalten, also einerseits total überdreht und übertrieben in ihrer äußeren, sage ich mal, Darstellung. Also sie hat immer total etwas gezeigt, was sie nicht ist, weil sie Angst hatte zu zeigen, was sie ist. Und diesen Schmerz oder diese Notlage konnte ich einfach gut nachempfinden oder spielen, glaube ich. Und da war ganz viel so Komik auch dabei und trotzdem total zerrissen und purer Schmerz. Also die Leute haben auch teilweise dann immer gelacht, wo ich dachte, ey, ich schlage euch gleich in die Fresse, ihr versteht gerade gar nichts. Also so, weil ich diesen Schmerz ja so empfunden habe. Aber man kann nicht Leute zum Lachen bringen, wenn man selber das nicht total tot ernst nimmt. Also und wie sie liebt, wie sie die Art, wie sie geliebt hat oder wie sie mit Männern war, das ist einfach das, oh, das konnte ich so gut nachempfinden und das habe ich so noch nie so gespürt, dass ich würde sagen, dass die Rolle mich am meisten auch geprägt hatte. Oder diese Arbeit auch mit dem Regisseur, Uli Benk heißt der hat mir da echt richtig viel Potenzial da aus mir rausgeholt. Wut fällt mir leicht, weil ich das auch so, glaube ich, nach außen
trage und weil das für mich so ein ganz natürlicher ja, Umgang, also ich weiß nicht, ich kenne Wut einfach viel. Wir haben zu Hause immer viel uns gekabbelt und das war irgendwie so alles offen. Wut, Schreien, also so dieses, dieses starke Wut, ich bin wütend auf dich oder ich habe jetzt die Stärke, mich gegen dich zu stellen. Also diese starken Rollen fallen mir, glaube ich, leicht. Was mir nicht so leicht fällt, ist Fröhlichkeit. Also das ist eher schwierig. Auch so eine Leichtigkeit zu transportieren. Also etwas, was nicht unbedingt schwer ist. Und ja, das finde ich, viel schwieriger. Also Liebe zum Beispiel, alles, was mit Liebe zu tun hat und Leidenschaft, das fällt mir nicht schwer. Da kann ich reingehen. Gerade hätte ich wahnsinnig Lust auf was Böses, also auf was Fieses auch, weil ich immer irgendwie, also ich hasse das langsam, aber immer dieses, ja, du bist so eine Liebe und so, also es geht mir echt richtig hinter den Geist, weil ich einfach auch weiß, dass ich es nicht nur bin. Und dann nervt mich das so, dass man eben meint, den anderen zu kennen und man kennt ihn überhaupt nicht. Ich bin nicht nur lieb und ich würde wahnsinnig gerne eine Rolle spielen, die so fies ist, dass alle sich wahnsinnig erschrecken und Angst vor mir haben. Das fände ich am besten. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Du bist die Schönste im ganzen Land. Ich bin die Schönste im ganzen Land. Ich. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste? Du bist die Schönste. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Ich. Ich bin die Schönste im ganzen Land. Du bist die Schönste im ganzen Land. Ich bin die Schönste im ganzen Land. Ich bin die Schönste im ganzen Land. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Im ganzen Land. Ich bin die Schönste im ganzen Land. Du bist die Schönste im ganzen Land. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Wer ist die Schönste im ganzen Land? Ich bin die Schönste im ganzen Land. Ich bin die Schönste. Du bist die Schönste im ganzen Land. Spieglein, Spieglein an der Wand. Ich. Du. Du bist die Schönste. Nein, ich. Spieglein, Spieglein an der Wand. Du bist die Schönste. Nein, ich. Wer ist die Schönste? Du bist die Schönste. Du bist die Schönste. Ich bin die Schönste. Du bist die Schönste im ganzen Land. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Ich bin die Schönste im ganzen Land. Du bist die Schönste. Ich bin die Schönste im ganzen Land. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist denn jetzt die Schönste? Wer ist die Schönste im ganzen Land? Verdammt. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Wer ist sie denn? Wer? Ich bin die Schönste im ganzen Land. Leute zum Lachen zu bringen. Und dieses, da erinnere ich mich dran bei diesem Krippenspiel, dass das da angefangen hat, dass ich gemerkt habe, gut, ich habe eine Macht, positiv oder negativ, ich kann in Leuten was auslösen. Und das habe ich als Kind dann schon geschnallt, ja. Fand ich irgendwie toll. Das mag ich am Theater, ist, glaube ich, die direkte Kommunikation, die direkte Verhandlung zum Publikum, das direkte Feedback. Also ich spüre ja sofort auch dann mein Gegenüber und das ist irgendwie das Schöne, wenn dann auch Leute da sind, dass man die Reaktion eigentlich direkt geschenkt bekommt. Also das, wofür man ja auch lebt, ist direkt auch vorhanden und da. Leid ist ja auch was Schönes. Also das, ich liebe auch das Leid, denke ich. Suche ich mir auch immer wieder aus. Ja. Aber das Drama an sich, was es im Theater gibt, das gibt es ja auch so im Leben. Nur da ist es halt der Raum dafür da. Das finde ich halt gut.